Hallo liebe Space Engineers, Freundinnen und Freunde. Heute will ich euch etwas ganz Besonderes vorstellen. Vielleicht etwas, auf was wir schon so lange gewartet haben. Und zwar ein VTOL. Ne? Ihr wisst alle, was ein VTOL ist. Nun war es aber auch so ziemlich schwierig, so ein VTOL herzustellen. Und des Öfteren hatten wir Probleme damit, die Rotoren richtig einzustellen und wie man sie dann steuert. Ne? Das funktioniert jetzt ein bisschen anders. Dazu müssen wir uns in dieses kleine Vehikelchen da reinsetzen. Dann kann ich es euch direkt zeigen. So, ich mach mal das HUD an. Ihr seht hier schon, wir haben hier nur für die Rotoren die Einstellungen. Und jetzt passiert noch gar nichts. Die Trägheitsdämpfung, die ist noch ausgeschaltet. Jetzt aber, na, seht ihr, die arbeiten trotzdem. Ist normal, aber sie fliegen ein bisschen hoch. Das ist wohl ein kleines Manko folgenden Skripts. Arbeiten. Und zwar geht es heute um das WIPS Rotor Thruster Manager V12 vom 8.9. diesen Jahres. Ja, hier seht ihr schon eine wunderbare Anleitung, zwar auf Englisch, ich versuche sie mal für euch zu übersetzen. Und zwar braucht ihr dazu einen Sitz, Cockpit oder ein Kontrollsitz oder auch die Remote Control, also unsere geliebte Fernsteuerung, hinter der ihr den Zusatz Reference eintragt. Der ist hier nochmal in Klammern gezeigt. Das braucht ihr nur eintragen. Ihr könnt es auch hier markieren, kopieren und dann hinter dem Namen einfügen. So, dann braucht ihr noch an eurem Vehikel, VTOL, wie auch immer, jeweils einen Thruster in jede Richtung. Und dann setzt ihr diesen Code in den Programmierblock, wie ich das hier schon getan habe. Und setzt halt die Timer in Punkt 4 wie folgt. Also einmal mit Standardargumenten starten, dann auf jetzt auslösen und dann starten. Ne, dann läuft der Timerblock so ein bisschen schneller. Das werdet ihr dann auch gleich im Cockpit so ein bisschen hören. Und dann startet ihr den Timer. Und dann braucht ihr nur ganz normal, ich gehe mal raus, also ganz normal Rotoren auf den Triebwerken, nein, umgekehrt. Triebwerke auf den Rotoren platzieren. Und dann können die mit dem Skript gesteuert werden. Ja, also, das funktioniert wunderbar. Also wenn ihr jetzt seht, ich fliege jetzt gerade mal mit, na, sagen wir mal 5 m/s, Beschleunigung nicht so gut. Aber setzt sich das dann um, dann habe ich eine erheblich größere Beschleunigung. Achtet mal rechts darauf, seht ihr das? Ich bin jetzt schon innerhalb von 5 Sekunden auf 100 m/s. Oh, und das gleiche könnt ihr auch machen, wenn ihr landet. Das heißt, ihr macht die wieder aus. Ja, vielleicht wäre es noch keine so schlechte Idee, wenn Gyroskope noch an den Triebwerken mit dran gebracht werden. Das muss ich aber nochmal ausprobieren. Aber wie ihr seht, es funktioniert wunderbar. Und das nur durch das Whiplash Thruster Manager Script. Also, ich packe euch den Link nochmal rein. Das ist eine richtig tolle Sache. Damit werde ich dann auch meinen Planet Base Transporter, also mein Atmospheric Transporter aus Planet Base, den ich so halbwegs nachgebaut habe, mal ausstatten und den mal hochladen für euch. Dann könnt ihr den auch so benutzen, wie er normalerweise in dem Spiel auch funktioniert. Aber wie ihr seht, es funktioniert wunderbar. Dadurch, dass das Schiff noch so ein bisschen leicht ist, fliegt er so ein bisschen nach oben. Das scheint wohl irgendwie eine Einstellungssache im Skript zu sein. Vielleicht gibt es da nochmal irgendwie ein Update oder so. Ich weiß ja nicht, ob der Whiplash da nochmal weiter dran arbeitet. Aber
wie gesagt, jetzt sind solche VTOLs einfach möglich. Also das heißt, für euch, ne, für alle die, die Halo mögen, ihr könnt euch jetzt den Pelican nachbauen. Und ich freue mich schon wirklich auf die Workshop-Kreationen über den Pelican, dass man die mal ausprobieren kann oder vielleicht mal so ein Halo-themed Battle machen kann. Das wäre echt eine coole Sache, dann mit den Pelicans mit Whiplashs, Thruster Manager, wunderbar. Das hoffe ich, dass wir das mal irgendwie hinkriegen oder dass wir das dann mal machen können. Wäre echt geil. Ne? Aber ansonsten, wie ihr seht, funktioniert das echt super. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Skript und hoffe auf ganz viele neue Ideen im Steam Workshop. Es gibt ja schon so einige. Dann wünsche ich euch erstmal alles Liebe, alles Gute, euer Lord Anubis.